Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Jak and Dexter. Wir befinden uns jetzt direkt vor der Spinnhöhle und machen uns darauf gefasst, auch diese zu erkunden. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was mich da drin erwartet. Ich glaube, in der Spinnhöhle war ich wirklich noch nie drin. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mich Spinnen erwarten. Was ich schon mal nicht schön finde. What? Was zum Teufel sind das für Spinnen? Okay. Ach, ich komme so hoch. Und kann ihr wehtun, das ist natürlich sehr vorteilhaft. Okay. Gut zu wissen, wie man die Spinne erledigt. Die Spinnendinger, die Spinnennetze hier agieren als Sprungbretter. Das ist auch gut zu wissen. Und ich denke mal, das dunkle Echo wird uns auf der Stelle töten. Okay, und damit wir einen Weg haben, gehen wir als allererstes hier lang. Man kennt ja meine Vorgehensweise. Weg suchen und diesem Weg dann folgen. Einfach mal hier lang. Okay, die Dinger hier drin scheinen also scheu zu sein. Weil die verschwinden immer, wenn man nah rankommt. Da ist zum Beispiel jetzt einer und wenn man da rangeht, dann gehen sie rein. Da krabbelt gerade einer lang. Die Dinger sind zwar recht fies aus, aber natürlich ist das eher gut, wenn sie... Wow, das war ein fieser Lag. Warum auch immer der da war. Dann in ihre Richtung, bitte. Ach ne, die kommen aber immer wieder anscheinend. Okay, also es macht nicht direkt Sinn, sie zu erledigen. Frage ist nur, wofür bräuchte das gelbe Echo? Vielleicht kannst du besser schießen, wenn du durch deine Schutzbrille zielst. Wie denn? So nicht. Ach, mit Dreieck. Jetzt habe ich's. Gut. Muss ich die Dinger also vielleicht auch abschießen, alle möglichen? Ich meine, man kann es ja versuchen, weil solange ich hier Achso, man macht die Dinger nur... Also teilweise nur kürzer. Der hat Precursor abfallen lassen. Der ebenfalls. Dann gehe ich mal eben kurz dorthin und sammle die beiden Precursors ein, genauso wie die beiden dort oben. Okay, gut zu wissen, dass ich jetzt weiß, wie man anvisieren kann. Dann schieße ich mal dort so ein bisschen. Gut, der ist auch erledigt. Hinten noch einen. Oder mindestens einen. Sagen wir es mal so. Gut, getroffen ist er. Habe ich ihn eigentlich jetzt mittlerweile getroffen oder nicht? Ja, auf jeden Fall krabbelt da nichts mehr lang. Was ist das denn? Ist das abschießbar? Anscheinend schon. Okay. Wo gehe ich denn am besten jetzt lang? Ah, da hinten ist noch einer. Kann ich den von hier aus auch treffen irgendwie? Schlecht. Möglich, aber schlecht. Dann gehe ich lieber hier so lang. Und da ist er. Oh, der ist immer so weit weg sein müssen. Los, zeig dich. Oh.
die Steuerung ist auch auf so weite Entfernung extrem ungenau, muss ich sagen. Na los doch. Na, ich scheine aber einmal getroffen zu haben. Okay, nochmal gelbes Echo sammeln. Und nochmal zielen. Bei den möchte ich jetzt... Ach, das ist wahrscheinlich das... Ah, das sind die Stützpfeiler und die muss ich erledigen. Das sind die, die daran nagen wahrscheinlich. Bedeutet, das sind die, auf die unser netter Freund, der eine Minenarbeiter, so sauer ist. Kann ich da rüberspringen? Nee. Auf jeden Fall hat sich Jack diesmal nicht festgehalten. Aber ich glaube, da hält sich Jack sowieso nicht fest, weil man da aus irgendeinem Grund nicht rüber soll, kommen soll. Ist hier auch noch eine? Nee, wollte schon mal. Okay. Ich hoffe mal, es gibt hier noch ein paar mehr gelbe Echo-Quellen, dass ich nicht alle von dem Punkt aus erledigen muss. Das wäre ein bisschen heftig, glaube ich. Da ist noch eine gelbe Echo-Quelle. Gut. Von dort aus kann ich nämlich dann auch noch ein paar erledigen. Was natürlich sehr vorteilhaft ist. Gut. Okay, anscheinend war der Weg eigentlich anders gedacht. Und das war von mir nicht so angedacht. Definitiv nicht. Und wir sind wieder am Eingang. Oh. Gut, dann gehen wir jetzt mal raus. Aber wirklich viele. Wo bist du jetzt? Da. Oh. Geht doch, Mann. Die Spinnen können aber auch nerven. Okay, gibt's hier irgendwas? Wow, wie kommen die denn hier hoch? Die können hier hochspringen. Einfach so. Sehr interessant. Auch das ist natürlich wie immer gut zu wissen. Ach, hier links geht's weiter hoch. Da ist noch so ein Wurm. Also wirklich viele von diesen Holzwürmern hier. Also bis wir die alle erledigt haben, jetzt noch ein wenig dauern. Auf jeden Fall haben wir schon mal eine Spielfliege. Das ist natürlich auch etwas toll. Mal sehen. Ja, und hier gibt's auch wieder ordentlich Energiezellen zu sammeln. Gut, alles einsammeln. Und dann... So, Mann. Dann kümmern wir uns mal um ein paar mehr Würmer hier. Den habe ich getroffen. Den treffe ich jetzt auch immer ganz spontan. Was war das denn jetzt? Moment mal kurz. Ich überprüfe mal einmal kurz die Anschlüsse. Ich mache mal kurz einmal Aufnahmepause und wieder Neustart, falls da irgendwie was kaputt ist. So. Also falls da irgendwie eine Aufnahme... Falls die Aufnahme, Mensch, kaputt sein sollte, wäre es das eigentlich nur ganz kurz. Obwohl, naja, eigentlich ist hier die ganze Aufnahme dann beschädigt. Aber naja. So, der ist auch erledigt. Gibt es sonst noch irgendwo einen Wurm? In dem Pfeiler hier vorne schon mal nicht. Ich stelle ihn mal ein bisschen anders hin. So. Kann ich den hier besser treffen, den dort? Dafür ist die Quelle da links zwar eigentlich besser geeignet, aber ich, da ich jetzt gerade hier bin. Gut, ich habe ihn getroffen. Aber auch die ganze Zeit irgendwie ziemlich heftig. Wirklich keine Ahnung, was da los ist. Ich töte noch eben hier den Wurm, dann speichere ich ab und dann starte ich die Konsole mal neu, was auch immer da jetzt kaputt ist. Ich habe keine Ahnung.
Also er geht irgendwann dort oben hin. Oh Mann. Er geht immer in das Loch rein. Okay, anscheinend nicht. Fast. Wirklich fast. Und daraus, da wird er dorthin gehen. Oder auch nicht. Oh Mensch, das war doch ein Treffer. Das gibt's doch nicht. Jetzt treffe ich den überhaupt nicht. Vielleicht ist Dauerfeuer da durchaus praktisch. Ich meine, bei den anderen haben wir da durchaus auch mal den Treffer gelandet. Ja, getroffen. Okay. Also, wie gesagt, auch wenn es jetzt erstmal nicht war, ich speichere ab. Und zwar auf beiden. Und starte die Konsole kurz neu. Also, bis gleich. Gut, wieder da. Nach dem Konsolenneustart. Die Würmer sind auf jeden Fall noch weg, weil hier liegen viele Cursor-Ops rum. Oh, 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 oh. Das war knapp. Beinahe wäre ich daneben gesprungen. Und das hätte mein Tod bedeutet. Hey, Spinne. Es leckt schon wieder. Aber ich glaube, das liegt irgendwie am Spiel oder so. Dass irgendwie dieses Level zu komplex zu laden ist. Okay, hier sind zwei Eisendinger. Dort ist so eine Bombe. Echt, das sind ja irgendwie so dunkle Echokristalle und die sollen wir, glaube ich, auch zerstören. Ha. Ha, ha. Sehr mysteriös. Was haben wir denn da hinten? Ach. Ein Bohrarbeiter-Lurker. Mist. Okay, wo zum Teufel sind wir hier? Ach, haben wir den einfach mal überwunden. Und sind... Oh. Was bauen die denn hier? Das sieht so aus... Ach nee, die graben. Was ist aus? Das sieht so aus, als würden die einen... Ja, die graben einen Precursor-Roboter aus. Moment, da kann ich ja nachgucken. Das ist sehr garantiert ein Precursor-Roboter, der hier ausgebaut wird. Ja, ja, ich kenne mich mit sowas aus. Ich erkenne Precursor-Schrott, wenn ich ihn sehe. So. So. Dann wollen wir sie doch mal stören. Ich war, wir stören Leute für unser Leben gerne. Na, komm rein hier. Ach. Jetzt weiß ich, ob ich sie erledigen kann. Da kommt sie nicht rüber im Mund. Ich muss warten, bis sein. Okay. Ich muss warten, bis er versucht, es neu zu starten. Ach, da unten ist gelbes Echo. Aha. Ja, da müssen wir ja wohl auch nochmal hin. Okay, wieder ein ziemlich verwirrendes Level, in dem es leider auch wirklich ziemlich viel laggt. So, geht nicht mehr. Und erledigt. Gut, hier gibt's ein paar Precursor-Ops. Das sammle ich mal ganz spontan ein. Wofür brauche ich denn das gelbe Echo hier jetzt? Genau. Also ich kann damit die zerschießen. Die Sachen hier so. Wofür genau brauche ich das gelbe Echo? Ah. Gibt's eigentlich was an Metallkisten, die zerschossen werden können, müssen, sollten. Okay, wir haben auf jeden Fall schon genug Cursor-Ops, um dem einen Minenarbeiter oder um den Minenarbeitern ihre letzte Energiezelle abzukaufen.